Herzlich willkommen, Kursangebote 2020. Für alle Kursinteressenten heute mal das spezielle Video. Du interessierst dich für einen meiner Kurse, dann kannst du diese unter dem Video finden. Zum einen mal auf meiner Homepage sind die aufgelistet, aber auch gleich vorweg die Ansage, wenn du irgendeinen Termin hast unter der Woche oder hierher kommen willst, weil du hier zum Beispiel Urlaub machst, dir irgendetwas anschauen willst, dann komm auch gerne hierher. Oder du möchtest es deinem Partner schenken, dann ruf mich an, klär das mit mir ab oder schreib mir eine E-Mail. Dann können wir das auch gerne individuell vereinbaren. Das ist natürlich gar keine Frage. Das haben letztes Jahr auch gerne Leute in Anspruch genommen, dass ich da ein bisschen flexibel bin. Natürlich mache ich dann auch mal was nebenbei, wenn es jetzt unter der Woche ist. Das ist logisch. Wenn jetzt nicht zwei Personen direkt da sind, dann mache ich auch mal was nebenbei. Aber das ist kein Problem, weil es geht ja darum, selber was zu lernen. Wir haben unter die Videos auch Leute immer wieder geschrieben, sie wollen selber was machen. Das ist ja klar. Deshalb werden ja diese Videos hier angeschaut. Und weil das so ist, braucht man dann auch manchmal eine Hilfe, eine Anleitung. Also der Knackpunkt bei den Leuten, die zu mir gekommen sind, war immer, dass das Handwerkliche irgendwo nicht weiterging oder eben die Form ein Problem dargestellt hat, insbesondere das Gesicht. Und darauf würde ich gerne den Schwerpunkt legen in meiner persönlichen Arbeit und was ich mit den Kunden mache, aber auch hier in den Kursen. Das betrifft das Modellieren und das Schnitzen von Porträts, Gesichtern allgemein, kleinen Figuren oder so kleine Gesichter, dass man eben eine Leiste nimmt, diese Gesichter und die verschiedenen Stufen durchgehen kann oder den ganzen Prozess in einem bisschen größeren Gesicht macht oder dann eben auch wirklich mal ein Porträt modelliert, weil man da eben die Form wunderschön trainieren kann, habe ich ja immer wieder gesagt. Einige Leute haben das auch gern gemacht, fand ich sehr zufriedenstellend und das ist eine gute Arbeit, um sich persönlich zu entwickeln im Bereich dieser handwerklichen Bildhauerarbeiten. Da auch gerne mal übers Modellieren nachdenken. Und daraus kann man auch wunderschöne Sachen machen, die man dann sogar rausstellen kann, wenn man das nämlich zweimal brennt und dann zum Schluss wird es ja hochgebrannt. Das heißt, das ist dann auch frostbeständig. Wenn man sich da den richtigen Ton nimmt, kann man da also wirklich sehr, sehr viel Freude daran haben. Und das Schnitzen an sich, wenn man da ein bisschen weiterkommt, auch mal mit dem Sauberschneiden vorankommt, werden das sehr, sehr schöne Ergebnisse, woran dann auch die Nachwelt immer noch Freude haben wird, was dann auch vererbt wird, Kinder und so weiter, dann auch das gerne haben wollen, wenn das eben eine schöne gelungene Arbeit ist, was einen dann persönlich auch überleben wird. Ja, und dann ist es eben auch ein wunderschönes Hobby, wenn man aussteigen will, mal von der stressigen Arbeit, sich mal vergessen möchte und dann ein bisschen abschalten will, ist es eben auch sehr, sehr schön, weil das einfach entspannt, man kommt runter, man muss jetzt nicht hektisch irgendwie an einer Maschine vielleicht sogar stehen und da irgendwas machen, sondern man kann eben wirklich ganz detailliert, fein arbeiten mit dem Schnitzen und dafür ist es wirklich sehr, sehr gut. Wenn du da also gerne vorankommen willst, komm gerne zu mir und mach mit mir einen Kurs. Ich war sehr, sehr stolz, dass dieses Jahr jemand zum ersten Mal eine Einzelperson wirklich mein teuerstes Seminar buchen möchte und das jetzt in Anspruch nehmen wird. Im April haben wir uns jetzt vereinbart und das war sehr, sehr spannend, die Verhandlungen. Dann am Anfang habe ich dann so ein bisschen gesagt, okay, das wird jetzt der Preis sein. Es ist wirklich nicht so billig und für eine Person eine ganz schöne Nummer, eine ganze Woche lang geht dieses Seminar, habe ich für eine Person eben auch noch nie verkauft und war jetzt von daher auch ein bisschen spannend. Und dann hat er zum Schluss nur gesagt, also mein Stundenlohn ist höher. Also wenn das bei dir auch der Fall ist, dann musst du dich einfach melden und dieses Seminar in Anspruch nehmen oder halt eines, was ein bisschen kürzer geht, wenn du nicht so viel Zeit hast, dann musst du einfach herkommen, wenn dein Stundenlohn höher ist. Und für all diejenigen, die sagen, es ist mir einfach zu teuer, ich habe irgendwie Mindestlohn, ich habe zu wenig Urlaub oder ich bin arbeitslos, für all die anderen stehen eben die Videos zur Verfügung. Und jetzt werde ich mal kurz ernst, aber ich muss es wirklich mal deutlich sagen, mich haben Leute angesprochen und gesagt, du zeigst irgendwie nicht alles und ich will von dir das und das sehen oder wie du ein Auge machst und noch mehr Erklärungen. Ja, Entschuldigung, das ist kostenlos. Ja, das andere sind eben die Kursinhalte und
was ich hier noch so mache, das ist einfach nur ein Angebot, was Anregungen gibt und was du dir dann auch selbst da raussuchen musst aus den 200 Videos. Wenn du jetzt irgendwie eine bestimmte Kette von Themen haben willst, was zum Beispiel aufeinander aufbaut, dann ist das kein ganzer Kurs, sondern du musst dir das überall raussuchen. Und das erwarte ich natürlich dann schon, wenn das alles kostenlos dasteht, dass die Leute sich das dann auch rausziehen. Also das, ich finde das wirklich traurig, ja, wenn dann Leute daherkommen und sagen, du zeigst irgendwie nicht alles, das stimmt nämlich nicht, sondern man muss es sich einfach nur aus den verschiedensten Videos raussaugen und die dann eben auch mal konsumieren. Ja. Also wer dann da zu faul ist, der tut mir wirklich leid. Das ist, muss man einfach mal so deutlich sagen. Denn hier in Berlin habe ich einen Hobbyschnitzer kennengelernt, der hat sich verschiedenste Videos von mir angeschaut, hat die immer ganz langsam laufen lassen und dann in Standbildmodus geschaltet. Dann hat er sich einen Screenshot gemacht von den verschiedenen Entwicklungsstufen, was ich da so gemacht habe, hat sich das ausgedruckt, hat einen Hefter angelegt, hat dazu seine Notizen gemacht und was ich noch dazu gesagt habe, das dann kombiniert, sich genau aufgeschrieben, was er da machen muss und hat dann seine eigenen Arbeiten danach gestaltet, also Wahnsinn, mega. Und das musst du auch machen. Für alle, die zu faul sind, tun mir wirklich leid, ja, wenn sie das nicht nutzen, wenn sie jetzt vielleicht kein Geld haben, hierher zu fahren oder das zu investieren. Und sonst muss ich halt wirklich auch sagen, meine Zeit ist wertvoll. Wenn ich eine ganze Woche meiner Lebenszeit für irgendjemanden investiere, will ich dafür richtig bezahlt werden und für alle anderen Seminare auch. Also das heißt, das hat einfach seinen Wert, diese Seminare, und das sind Inhalte und ich habe mich ja persönlich auch weiterentwickelt und muss natürlich dafür entsprechend honoriert werden. Ich kann dir schon so viel sagen, nächstes Jahr wird es teurer werden, also nutze die Chance, hier einen Kurs zu besuchen, Modellieren, Schnitzen, Bildhauerei und Drechseln gibt es auch noch. Das ist etwas günstiger, weil da mehr Teilnehmer teilnehmen können und weil wir das auch gemeinsam machen werden, wahrscheinlich in Zukunft. Und das Ganze jetzt ein bisschen aufblüht. Also kannst du auch gerne zum Drechseln vorbeikommen, weil jetzt immer auch noch ein paar Drechselarbeiten mit stattfinden, was ich halt so mit abwickle. Da gibt es auch noch einen Instagram-Account, wo ich ein bisschen Drechselarbeiten zeige und so. Also das findet auch einfach mit statt. Und jetzt zum Beispiel am Samstag ist ein Drechselkurs, wo ich mich auch sehr freue, wo ein Kollege, ein Freund kommt, der gerne da noch was gezeigt haben möchte. Kannst du auch gerne buchen, wenn du da Anfänger bist, Freude hast, da noch was lernen willst, einsteigen willst, gerne auch das Drechseln in Anspruch nehmen. Und wenn du vielleicht einen Kollegen, einen Freund hast, eine Freundin, wie auch immer, der das auch gerne machen will, dann bring doch die Person gleich mit, dann sind wir nämlich hier zu zweit und dann ist der Kurs schön ausgefüllt, man kann sich schön austauschen, das wird ein bisschen lustig, harmonisch, man kann sich da vielleicht auch mit dem Geld irgendwie noch ein bisschen unterstützen, wenn zum Beispiel der große Bruder irgendwie ein bisschen mehr verdienen kann, der kleine Bruder mitkommen oder die kleine Schwester, also so kann man sich auch ein bisschen unterstützen gegenseitig. Und jetzt will zum Beispiel ein Ehepaar gemeinsam einfach drechseln und das ist einfach super, ja, wenn man das gemeinsam machen kann, da irgendwie was Sinnvolles, Schönes gemeinsam, ist doch perfekt. Also bring jemand mit, den du kennst, dann seid ihr auf dem gleichen Level, wenn euch das beide interessiert und ihr könnt dann da weitermachen, auch euch gegenseitig ein bisschen hochpushen. Und das finde ich eine super Idee, also bring gerne jemand mit oder empfehle das an andere weiter, dass du hier auch nicht dann so alleine bist und dir vielleicht in dieser Stadt auch noch einen schönen Abend machen kannst. Okay, in diesem Sinne, nimm das gerne in Anspruch. Unterm Video ist alles verlinkt, das Nötige ist gesagt. Jetzt bist du gefragt, triff gerne eine Entscheidung, kontaktiere mich und wir sehen uns hier in Berlin 2020. Ciao.